Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel, sehr geehrte Frau Verteidigungsministerin von der Leyen, sehr geehrter Herr Königshaus, derzeitiger Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages für all die, die das nicht wissen. Mein Name ist Daniel Lücking, ich bin ehemaliger Soldat der Bundeswehr, Oberleutnant der Reserve, habe an insgesamt 4 Auslandseinsätzen der Bundeswehr teilgenommen, einmal im Kosovo und dreimal in Afghanistan. Aber ich denke, das wissen Sie bereits. Mit diesem Video und diesem offenen Brief wende ich mich ein letztes Mal an die Verantwortlichen der deutschen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Zu diesen sind Sie entweder durch Ihr Amt oder durch eigene Erklärung im Rahmen der letzten Münchner Sicherheitskonferenz geworden, bei der Sie, Herr Gauck, für mehr Engagement Deutschlands in der Welt geworben haben. Es müsse mehr Verantwortung übernommen werden. Ich weiß nicht, was sich die Herren im Amt Blank bei der Gründung der Bundeswehr damals wirklich gedacht haben, aber ich glaube, an das, was Sie als mehr Engagement oder mehr Verantwortung in der Welt hier denken, das war nicht in deren Köpfen. Mein Dienst begann am 1. September 1998, zunächst als Wehrpflichtiger, später als Zeitsoldat und bis hin zur Ernennung zum Offizier am 1. Juli 2005, vergingen 7 Jahre und 2 Monate. Einerseits sehr lange Zeit, andererseits aber auch eine Zeit der reiflichen Prüfung meiner Motivation, Soldat zu werden. Töten, ja, zum Schutz anderer oder zum Schutz meines eigenen Lebens hätte ich das sicherlich getan. Wie ich damit klargekommen wäre, vermag ich nicht zu sagen. Meine Überzeugung war aber immer, dass ich im Dienst einer Parlamentsarmee stehe. Eine Armee, die durch Parlamentarier des Bundestages erst nach reiflicher Überlegung in Einsätze geschickt wird. Reifliche Überlegung deswegen, weil das Leben und die Gesundheit von Staatsbürgern und vor allen Dingen von Menschen in den Einsatzgebieten aufs Spiel gesetzt wird. Dafür muss es übergeordnete Werte geben, die man schützen will oder was auch immer. In den 7 Jahren durchlief ich auch meinen ersten Einsatz für die Bundeswehr als Kraftfahrer in Mazedonien und im Kosovo. 2 verfeindete Parteien, die Bundeswehr gemeinsam mit internationalen Kräften dazwischen, um die Konfliktparteien auseinanderzuhalten. Ja, das erschien sinnvoll. Und auch die Kämpfe, die ich teilweise im März 2001 in Tetovo miterlebt habe, mitverfolgen konnte, schreckt mich nicht ab, mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber mit dem Einsatz in Afghanistan änderte sich das 2005. Nicht nur, dass meine Ausbildung, die ich dafür erhielt, kaum der Rede wert war und der Unterbesetzung meiner damaligen Truppengattung geschuldet war. Ich wurde quasi mit der Verantwortung, in den Einsatz zu gehen, alleine gelassen. Auch Sie, Frau Merkel, und Ihr Kabinett haben herzlich wenig reagiert, als dann im Januar 2006 die Islamkarikaturen für Unruhe und Tote in Afghanistan und der gesamten islamischen Welt sorgten. Das müssen wir selbst regeln, war die Antwort meines Vorgesetzten. Stellungnahmen des Ministeriums oder der Regierung haben wir nicht und wird es wohl auch nicht geben. Das war die Antwort, die ich erhielt. Wir dürfen dazu nicht schweigen, entschied mein kommandierender General Bernd Kiesheier. Sorgen Sie dafür, dass die Afghanen uns nicht die Lager überrennen. Meine Aufgabe als Chefredakteur eines Radiosenders im Norden. Im Ergebnis kam es zu wenigen Ausschreitungen im deutschen Sektor, zu einem beinahe Verlust eines norwegischen Camps in Maimanar, bei dem auch Zivilisten starben. Das wussten wir damals zumindest vor Ort. Ob ich es in den Protokollen heute wiederfinde, ich weiß es nicht. Im Endergebnis muss meine Arbeit aber gut gewesen sein, denn mindestens ein amerikanischer Soldat sah sich beflissen, der NATO in Belgien zu melden, ein deutscher General habe sich für die Islamkarikaturen entschuldigt. Offenbar war nicht an Deeskalation gelegen. Das Ganze ging dann auch noch in den Verteidigungsausschuss und versickerte danach. Eine Rückmeldung zu diesem Ganzen habe ich auch nie wieder bekommen. Aber der Druck, unter dem ich damals stand, wirkt bis heute in mein Leben. Im zweiten Einsatz brachte dann ein lebensgefährlich unfähiger Vorgesetzter mit mehr als dürftigen Englischkenntnissen
Weiteres zu der Summe an Nachwirkungen dazu, mit denen ich bis heute zu kämpfen habe und die ich deutlich täglich spüre. Er brachte mich mindestens zweimal in Lebensgefahr und durch seine falsche Lageschilderung war ich auch mindestens einmal kurz davor, meine Soldaten in einen Einsatz zu schicken, denen sie gar nicht gewachsen gewesen wären. Und eine völlig falsche Beurteilung für Personal- und Materialeinsatz zu treffen. All das ist nicht verarbeitet und das wird auch noch lange brauchen, bis das irgendwann mal nicht mehr täglich nachwirkt. Aber deswegen mache ich dieses Video eigentlich gar nicht. Mit diesem Video will ich etwas abschließen. Und zwar meinen dritten Einsatz. Und die Aufarbeitung dessen begann, meinen dritten Einsatz in Afghanistan. Die Aufarbeitung des Einsatzes begann im letzten Jahr, im April, Mai. Und dankenswerterweise hat mich da die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke unterstützt. Und es geht um den 27.09.2008. Die Ereignisse des Tages und das, was ich an den Folgetagen geschildert bekam, ruhten lange Zeit unter einer Decke aus Selbstbetrug. Es wird einen Grund gegeben haben, diese Dinge nicht vollständig in die Presse zu geben, sagte ich mir, ein übergeordnetes Sicherheitsinteresse, wie Soldaten es immer annehmen, wenn sie nicht fragen, warum es keine oder nur unvollständige Informationen gibt. Ich habe nachgefragt, warum die Informationen unvollständig waren. Mir wurde der Mund verboten. Es habe sich alles so zugetragen, wie es in der Pressemeldung steht. Ich habe ja anfangs erwähnt, dass ich mich im Dienst einer Parlamentsarmee wähnte und dass Parlamentarier sich darin immer für das mildeste Maß an Gewalt entscheiden und dass die Einsätze auch nicht länger andauern, als es unbedingt nötig ist. All diese ganzen Lügen, die man sich da als Soldat vielleicht selbst zurechtlegt. Spätestens beim Blick in die Unterlagen des Parlaments wurde mir das wahre Ausmaß des Entscheidungsprozesses, des parlamentarischen Entscheidungsprozesses bewusst. Die Ereignisse werden, und das habe ich am Tag des 27.09.2008 aufgearbeitet, systematisch heruntergespielt. Und je länger ich diese öffentliche Aufarbeitung mache, desto mehr aktive und ehemalige Soldaten schildern mir ähnliche Vorgänge. Ja, selbst Ex-Parlamentarier gestehen ein, und Herr Gauck, auch Sie haben das ja mehr oder weniger zum Besten gegeben, dass gar keine parlamentarische Debatte, keine sicherheitspolitische Debatte im Parlament stattfindet, dass man schlecht informiert ist über das, was da eigentlich passiert. Und wenn ich mit Parlamentariern rede und sie sagen, ach, wir sind dankbar, wenn uns Soldaten mal schildern, was wirklich passiert, dann spricht das auch schon Bände. Das Ausmaß, in dem rund um den 27.09.2008 gelogen wird, habe ich mehrfach geschildert, sowohl dem Verteidigungsministerium als auch dem Wehrbeauftragten vorgetragen. Im Kern geht es darum, dass verschwiegen wird, was wir über das Schicksal von zwei oder drei Angreifern wissen. Es geht darum, dass die Heftigkeit des Angriffes heruntergespielt wird und dass vor allen Dingen durch die Art und Weise, wie die Bundeswehr das Ganze schildert, es gar nicht zu Nachfragen kommen kann durch das Parlament. Durch Abgeordnete, die sagen, hey, was war eigentlich mit den Festgenommenen? Rechtlich findet das Verteidigungsministerium sicherlich auch künftig Entschuldigungsgründe, warum Gefangene gar keine Gefangenen sind und nicht nach Genfer Konventionen zu behandeln sind und natürlich auch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Bundeswehr fallen. Rechtlich ist man da fein raus, bloß keine Verantwortung tragen. Doch wie lückenhaft muss dieses rechtliche Konstrukt sein, dass bei direkter Nachfrage auch 5 Jahre nach dem Vorfall eine Einstufung der Antwort auf die Kleine Anfrage erfolgen muss. Vor allem, nachdem ich bereits die Geschehnisse des Tages in vollem Umfang offengelegt habe, meine Zeugenaussage zum Afghanistan-Einsatz. Diese Verschleierung, die Staatssekretär Kossendall und andere da betrieben haben, will ich nicht länger hinnehmen. Angreifer, die wir, in welchem Land auch immer, in ein Rechtssystem übergeben, von dem wir genau wissen, dass es nicht nach unseren Maßstäben funktioniert, die liefern wir an ein Messer, das uns die Familien und Angehörigen dieser Menschen irgendwann einmal an die Kehle setzen werden. Wir schaffen durch dieses Handeln mehr Ungerechtigkeit und Leid, als die Einsätze ohnehin schon fördern. Den Parlamentariern Informationen über Gefechte und Festnahmen vorzuenthalten, womöglich auch weitere Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung im Einsatzland nicht zu schildern,
führt natürlich zu einer falschen Wahrnehmung der Einsätze. Ob dabei die Bundeswehrführung die Entscheidung trifft, die Parlamentarier falsch zu informieren, oder ob die Bundeswehrführung nur genau so handelt, wie ihr das vorgegeben wird, nämlich gar nicht zu viel zu melden, auf das man dann vielleicht aktiv werden müsste, das kann ich nicht beurteilen, aber das bedarf dringend der Untersuchung, bevor wir weitere Verantwortung weltweit übernehmen, Herr Gauck. Und eines wird deutlich: Ein Parlament, das einen anderen Einsatz geschildert bekommt als den, der stattfindet, ein Parlament, dem Festnahmen und Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung erst aufgrund der Zeugenaussage einzelner Soldaten zugänglich gemacht werden, kann eigentlich auch keine rechtsgültige Entscheidung über Einsätze treffen. Jedenfalls diese nicht verlängern, weil sie verlängern ja etwas, über das sie überhaupt nicht im Bilde sind, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, wenn so dermaßen falsch berichtet wird. Frau von der Leyen und Herr Königshaus haben seit März 2014 offene Briefe von mir vorliegen, die genau diesen Sachverhalt schildern und in denen ich um Aufklärung und um Maßnahmen bitte. Was ich da an Ausflüchten höre, ist grandios. Man versichert mir, nein, nein, da ist nichts falsch gelaufen und ich hätte nichts falsch gemacht und ich solle doch keine persönliche Schuld empfinden und was auch immer. Das ist so die Schiene Wehrbeauftragter. Perfider wird es dann beim Verteidigungsministerium. Man besaß die Traute, mich einzuladen und mich an den Bereich posttraumatische Belastungsstörungen, den Beauftragten dafür zu übergeben, mich zwei Mitarbeitern davor zu setzen, die dann null Anfragen oder null Antworten auf meine Fragen zum Thema Gefangene hatten. Das Ministerium gibt sich noch nicht mal Mühe zu erklären, ob man Kriegsgefangene in irgendeiner Art und Weise schützt, wie man mit diesen Menschen damals umgegangen ist, ob man aus diesen Ereignissen vom 27.09. irgendwelche Rückschlüsse gezogen hat. Das, was uns da vor Ort geschildert worden ist, war ein Lynchmord. Und ich hätte mir erhofft, wenigstens durch die kleine Anfrage eine Erklärung zu bekommen, dass man reagiert hat und Schutzmaßnahmen für die Gefangenen getroffen hat und vielleicht härter ins Gericht mit den Verantwortlichen gegangen ist. Aber all das kam nicht. Stattdessen versicherte man mir beim PTBS-Beauftragten, ich solle mich um was anderes kümmern, um meine Zukunft und ja, wissen Sie was, das tue ich gerade. Ich hatte mir überlegt, ob ich quasi denselben symbolischen Akt mache wie viele Veteranen in den USA mittlerweile. Und ich habe mich für eine etwas andere Symbolik und für dieses Video entschieden. Zunächst erhalten Sie in den nächsten Tagen ein Paket von mir. Das wird enthalten meine Kampfstiefel, meine Einsatzstiefel. Als Zeichen dafür, dass ich nicht in diese Welt hinausziehen werde, wie es Herr Gauck vorschlägt, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich übernehme die Verantwortung hier und für all die, in deren Länder wir gehen, aber mit Sicherheit nicht mit diesen Stiefeln. Das ist mein Zeichen in Richtung Zukunft. Und um mit der Vergangenheit abzuschließen, bei den ganzen rechtlichen Unklarheiten, erhalten Sie auch meine Einsatzmedaillen zurück. Denn wenn ich unter falschen Vorgaben in diese Einsätze geschickt werde, und mir wird schlecht, wenn ich sehe, was die Amerikaner in Pakistan anstellen und das mit dem Schutz einer ISAF-Truppe im Rücken. Und mir wird schlecht, wenn ich daran denke, wie viel noch nicht bekannt ist über das, was deutsche Soldaten in Afghanistan getan haben. Sie erhalten diese Stiefel von mir zurück, diese Medaillen, die NATO-Medaille an Herrn Gauck, die Bundeswehrmedaille für den Einsatz an Frau Merkel. Denn genau dieses Afghanistan-Engagement, genau dieses internationale Engagement müssen wir in Zukunft hinterfragen. Frau von der Leyen, Sie erhalten die NATO-Medaille für meinen Kosovo-Einsatz. Und der Wehrbeauftragte Herr Königshaus, Sie gehen leer aus, denn dieses Paar Stiefel werde ich stellvertretend für andere Veteranen zusammen mit der Medaille ans Haus der deutschen Geschichte in Bonn schicken. Bitte sehen Sie davon ab, mir diese Dinge zurückzusenden.
Zusätzlich werde ich noch die entsprechende Erklärung und die entsprechende kleine Anfrage des Bundestages mit dazu packen. Vielleicht gehen Sie ja dann dazu über, sich mit den Inhalten zu befassen, was bisher nicht stattgefunden ist. Los sind Sie mich trotzdem nicht. Ich werde zwar Auslandseinsätze der Bundeswehr verweigern, aber ich bleibe Reservist und erkläre mich bereit, in Arbeitsgruppen mitzuwirken, die sich kritisch mit Themen wie innerer Führung, dem Umgang mit Kriegsgefangenen, ethischen und moralischen Grundlagen der Bundeswehr und jeglicher Form der Kontrolle von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aus der man mich so systematisch heraushalten will, sowie der Jugend- und Nachwuchsarbeit befassen. In all diesen Gremien kann ich mir vorstellen, mitzuwirken, und ich hoffe, Sie setzen das irgendwann mal ein, diese Arbeit. Ebenfalls werde ich mich künftig verstärkt in Arbeitskreisen wie dem Darmstädter Signal und in jeglicher Form von Friedensarbeit einbringen. Dies ist mein öffentlicher Akt der Rückgabe, eine würdige Form, wie ich finde. Ich habe davon abgesehen, Ihnen die Medaillen über den Zaun des Kanzleramtes zu schmeißen oder sonst irgendetwas damit anzustellen. Setzen Sie sich endlich damit auseinander, was die Bundeswehr in diesen Auslandseinsätzen tut. Bringen Sie das Parlament auf Kurs, sodass sich diese Parlamentarier auch inhaltlich mit diesen Auslandseinsätzen befassen und dass wir zu der Verantwortung stehen, die Sie so bereitwillig übernehmen wollen. In der Vergangenheit stehen wir nicht dazu, das ist meine Auffassung, und das geht für mich gegen den Grundgedanken vom Staatsbürger in Uniform und gegen die Grundsätze der Parlamentsarmee, die wir uns mal gegeben haben. Sie werden 4 Pakete erhalten, Absender wird sein Wir dienten Deutschland, die Domain, unter der ich auch das PTBS-Blog betreibe und in der ich meinen Einsatz aufarbeite. Und ich tue das für all die, die Sie und Ihre Politik mit den Fragen nach der Rechtmäßigkeit zurücklassen und nach dem Sinn des Einsatzes zurücklassen. Ich tue das für all die, die im Einsatz getötet wurden und deren Hinterbliebenen und Angehörigen. Ich tue das für die Versehrten, die stumm leiden und nicht die Kraft haben, so ein Video hier zu machen oder sich in irgendeiner Form noch zu äußern, weil sie in Verwaltungsverfahren um die Anerkennung ihrer Einsatzschädigung kämpfen oder diesen Weg gar nicht erst gehen. Aber noch viel wichtiger ist, dass ich das für all die Menschen tue, die durch den Einsatz der NATO, durch ihre Beschlüsse und Entscheidungen Schaden davon getragen haben und von denen das Parlament ebenfalls keine Kenntnis erhalten hat und auch wohl, wenn es so weitergeht, in zukünftigen Einsätzen nicht erhalten wird. Mein Appell an Bundespräsident Gauck, Frau Bundeskanzlerin Merkel, Frau Verteidigungsministerin von der Leyen und den Wehrbeauftragten Herr Königshaus: Lassen Sie eine Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes zu und beenden Sie vor allen Dingen die mehr als peinliche rechtliche Repressalie gegen die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, deren Redakteur David Schraven Zivilcourage und Mut bewiesen hat, die Unterrichtung des Parlaments zugänglich zu machen. Die Bundeswehr hat mit einer Klage reagiert, peinlich in meinen Augen, denn sie rügt den Verstoß gegen das Urheberrecht, und das ist wohl der offenkundigste und peinlichste Versuch, unter den Teppich zu kehren, was rund um die Auslandseinsätze geschieht. Übernehmen Sie Verantwortung, bevor Sie Verantwortung übernehmen wollen für all das, was Sie in der Welt noch anrichten wollen.